Er reist angeblich frei durch Afghanistan. Der deutsche YouTuber Stefan Müller reist nach Afghanistan, nachdem die radikal-islamische Taliban hier die Herrschaft übernommen hat. So, heute wollte ich mal ein kurzes Reaktionsvideo machen zu diesem kleinen Tagesschau-Clip und der SWR-Doku, die halt nicht unbedingt mich in einer authentischen Weise darstellt. Denn sie sagen, ich würde Propaganda für ein Terrorregime machen. Ja, ich meine, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass ich wirklich nur reise, um die Kulturen kennenzulernen. Ich mag einfach exotische Länder und ich mag auch Abenteuer. Da kommen wir auch direkt zu dem Punkt, dass mich das SWR über das Thema der Doku belogen hat. Denn ich habe dem ja zugestimmt. Sie haben mich gefragt, ja, wir machen eine Doku über Abenteuertouristen, die gerne in gefährliche Länder reisen. Und sind wir auf Ihren Kanal gestoßen, mein Reisetagebuch, und würden gerne mal mit Ihnen ein Interview machen. Habe ich gedacht, natürlich nicht. Warum nicht? Es ist ja quasi auch Werbung für den Kanal. Und kurze Zeit später kam dann die Frau auch. Ich war zufällig nämlich in Deutschland zu der Zeit. Und sie waren 2 Stunden bei mir, haben mich interviewt über alle Reisen. Ja, auch Nordkorea, ja, Ukraine und natürlich auch Afghanistan. Ja, und letztendlich aber, wo sie diese Doku veröffentlicht haben, heißt es dann plötzlich, Reisevlogger machen Propaganda für Terrorregime. Ja, ich meine, davon haben sie mir ja gar nichts erzählt. Ja, sie haben mich quasi belogen. Aber ich meine, wenn ihr sie auch fragt, werden sie wahrscheinlich auch zustimmen, dass sie mich und auch andere Reisevlogger belogen haben, weil wir ansonsten wahrscheinlich nicht zugestimmt hätten, das Interview mit denen zu machen. Ja, von daher. So, also. Und jetzt noch mehr zu den Details im Interview. Erstens, auch bei der Tagesschau. Sie haben die schlimmste Aussage von mir genommen, wo ich gesagt habe, dass die Taliban nicht so schlimm seien, aber die Frauenunterdrückung schon. In Afghanistan habe ich versucht, nichts gegen die Taliban zu sagen, dass ich da keinen Ärger bekomme. Und wie gesagt, sind sie ja nicht so schlimm, außer die Unterdrückung der Menschen. Ja. Das meine ich auch so. Das stimmt. Ich stimme allen Aussagen zu. Nur wollte ich halt sagen, dass die Taliban nicht so schlimm sind im Vergleich zum Beispiel zu den Nazis, zu Pinochet oder zu anderen Diktatoren und auch nicht so schlimm, wie man es denken würde. Denn die Menschen sind jetzt keine typischen Terroristen. Ja, sie haben nur Terroranschläge gemacht, weil sie von der NATO und den USA unterdrückt worden sind. Natürlich. Und ansonsten jetzt, wo sie das Land führen, sind sie mit ihrer problematischen Ideologie eigentlich trotzdem noch relativ freundlich zu anderen Menschen. Viele Leute sind da auch einfach nur reingeboren. Man kann nicht allen Taliban die Schuld geben und sagen, sie sind radikal. Ja, die Taliban sind sehr nette Menschen, also wie ich das erfahren habe während meiner Reise. Zu mir waren sie extrem freundlich und sie haben uns zum Essen eingeladen. Ja, sie waren natürlich streng mit den Reisen, sie haben uns oft kontrolliert. Ja, andererseits war es jetzt auch nicht so, dass meine Reiseroute streng von der Regierung kontrolliert wurde. Es gab quasi Checkpoints, aber man kann quasi frei hinreisen, wo man will. Sie sagen nicht, wo ich hinreisen soll, sondern man reist quasi hin, wo man will. Und es gibt halt Checkpoints, mal kurz Reisepasskontrolle. Das gibt es aber in vielen anderen Ländern auch, ja, in Lateinamerika, Kuba oder so. Das ist jetzt nichts Besonderes. Und ich meinte halt, die sind nicht so schlimm im Vergleich zu anderen Diktatoren. Und zu was man denken würde, was ich gedacht habe, bevor ich nach Afghanistan gereist bin oder wie sie von den Medien dargestellt wurden. Aber natürlich, die Ideologie ist nicht gut, das sage ich ja auch in dem Interview. Und vor allem mit der Frauenunterdrückung. Aber da ich das dann in dem Satz gesagt habe, dass die Taliban eigentlich nicht so schlimm sind, aber klar, die Frauenunterdrückung ist schon schlimm, da muss ich ein bisschen lachen, weil das irgendwie blöd klingt. Ja? Und genau diesen Satz haben sie dann benutzt für die kleine Doku. Das war natürlich blöd. Was habe ich noch gesagt, ja, über dass Afghanistan besser ist als Mallorca? Das meine ich auch so, aber das gilt halt auch nur für Touristen, die an exotischen Kulturen interessiert sind. Denn Afghanistan ist natürlich deutlich interessanter kulturell gesehen als der Sauftourismus auf Malle. Ja, und deshalb, aber die meisten Leute werden sicherlich glücklicher auf Malle am Strand als in Afghanistan. Ja, es ist natürlich nicht so praktisch, da dort zu reisen. Das muss man halt mal so sehen. Gut, und deshalb wollte ich mal fragen, was meint ihr dazu? Ja, erstens, soll man als Tourist wie ich nicht in solche Länder reisen, weil es ein fragwürdiges Regime oder eine Regierung gibt?
sollte man diese Länder vermeiden? Ich meine, mein Ziel ist ja eigentlich, quasi alle Länder zu besuchen. Ich war jetzt schon in 120 Ländern und ich bin nur nach Afghanistan und Nordkorea gereist, weil ich die meisten anderen Länder schon kannte. Und ich muss aber auch sagen, ich habe auch echtes Interesse an solchen exotischen Kulturen. Ja, so weniger diese Länder erforscht sind, desto lieber reise ich dorthin und mache mein eigenes Bild. Da, wie man sieht, diese Länder oft in den öffentlich-rechtlichen Medien und in nicht wirklich authentisch dargestellt werden. Ja, sie werden radikalisiert und ein bisschen wird die Wahrheit auch verdreht. Ja. So, deshalb, nochmal zu den Frauenrechten. Natürlich, das ist problematisch in Afghanistan, aber die Frauen dürfen zum Beispiel, wie anders in den Medien behauptet wird, selber einkaufen gehen, ja? Ohne Mann. Ja? Natürlich, das Problem mit der Universität stimmt, aber es gibt teilweise auch Privatschulen, wo sie dann noch lernen können. Ja? So extrem sind sie dann nicht. Ja? Und mit den Exekutionen, ich meine, die Taliban exekutieren weniger Leute als China zum Beispiel. Natürlich ist das schlecht, aber es gibt Länder, die schlimmer sind wie China. Und mit China, da wird verhandelt, obwohl die eigentlich viel, viel schlimmer sind, muss ich sagen. Ja? Diese Diktatur in China. Ja, mit den Frauen in China, die Frauen haben mehr Rechte, aber sie haben halt andere Sachen, ja, mit den Unterdrückungen. Aber egal, ich will eigentlich sowieso nicht politisch sein. Ja? Diese Doku macht mich jetzt hier quasi politisch, obwohl ich quasi neutral reisen möchte. Ja, in der Doku haben sie auch gesagt, dass ich den Taliban eine Plattform für ihre Propaganda geben würde, weil ich einen Taliban mal nach seiner Meinung gefragt habe. Ja? Aber er hat auch nur gesagt, er möchte nicht unterdrückt werden von anderen, von anderen Ländern. Und das kann man ja verstehen. Ja? Sie haben jetzt keine wirkliche Propaganda gemacht für die Taliban. Ja, hier. Und deshalb, was meint ihr? War das verwerflich? Ja? Und ich habe auch gesagt, dass man die Taliban eigentlich akzeptieren sollte. Aber ich meine halt so, man sollte mit ihnen sprechen. Ja? Früher hat man sie unterdrückt, jetzt ignoriert man sie. Man isoliert sie. Und diese Isolation macht das Ganze noch schlimmer, meiner Meinung nach. Ich finde, man sollte quasi versuchen, mit ihnen zu verhandeln und sagen, okay, wenn ihr die Frauen zur Uni gehen lässt, dann verhandeln wir wieder mit euch, denn euch geht es ja offensichtlich wirtschaftlich nicht so gut. Das ist ja auch ein großes Problem. Außerdem, sie stellen in der Doku auch so dar, dass die Taliban wirklich, wirklich schlimm sind. Zum Beispiel, als die USA und als die NATO Afghanistan verlassen hat, ja, waren ja so viele Leute da an dem Flugzeug und wollten fliehen. Als ich in Afghanistan aber war, haben sie mir gesagt, sie hatten nicht Angst vor den Taliban. Nein, ja, sie wollten quasi die Gelegenheit nutzen, um nach Europa zu kommen, weil die wirtschaftliche Lage in Afghanistan so katastrophal ist. Ja. Es ging gar nicht wirklich um die Taliban. Es ging wirklich nur auf die Hoffnung auf ein besseres Leben. Das haben mir sehr, sehr viele Menschen gesagt, ja, in Afghanistan. Von daher auch wieder was, was in den öffentlichen Medien verdreht wird. Gut, trotzdem muss ich auch sagen, die SWR-Doku fand ich eigentlich ganz interessant. Sie haben es sehr professionell gemacht und zum Glück auch ein paar Aussagen genommen von mir, wo ich gesagt habe, dass ich gerne in exotische Länder reise und nicht alles so verdreht, wie die Tagesschau es gemacht hat. Ja, die Frau von SWR war auch sehr nett vom Vollbild. Aber das Schlimmste war halt wirklich, dass sie ein bisschen mich belogen haben. Und eigentlich hatte ich immer ein gutes Bild von den Öffentlich-Rechtlichen, vom SWR, von der Tagesschau. Ich gucke sie selber, diese Dokus. Aber jetzt weiß ich mal, wie schlimm sie eigentlich doch sind, wie sie vorgehen. Ja, und dafür zahlt ihr GEZ-Gebühren. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Ich will nichts mehr dazu sagen. Also, was meint ihr? Ja, erstens. Sind die Öffentlich-Rechtlichen verwerflich? Und zweitens, soll man als Abenteuertourist nicht in Länder reisen, wo es eine fragwürdige Regierung gibt? Ja? Was meint ihr dazu? Bitte hinterlasst einen Kommentar und sagt mir, was ihr darüber denkt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Video geht es wieder weiter um meine Reisen. Und ja, ich freue mich immer für die Leute, wenn ihr einen Kommentar hinterlässt, wenn ihr meine Videos schaut und auch vielleicht, wenn ihr mich auf Instagram kontaktiert und abonniert. Ja? Denn auf Instagram bin ich quasi ein bisschen direkt aktiv, während ich bei YouTube natürlich die Videos erstmal bearbeiten muss und die dann quasi eine Woche später erst online kommen. Während auf Instagram ich oft diese Stories poste, wo ich jetzt gerade bin. Ja? Und falls ihr auch in dem Land seid, könnt ihr mich besser dort kontaktieren und vielleicht treffen wir uns ja mal. Das würde mich sehr freuen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Einen wunderschönen Tag, morgen Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.